Wer spannende und mitreißende Präsentationen halten kann, hat eine sehr wertvolle Fähigkeit, das gilt für Schule, Studium und Beruf genauso wie für private Feiern. Vorträge, die sitzend an einem Tisch abgehalten werden, wirken allerdings oft eintönig und langweilig. Damit die Teilnehmer konzentriert zuhören, benötigt die Präsentation eine gewisse Dynamik. Der Redner muss mit seinem Publikum interagieren. Das funktioniert meist nur, wenn er sich frei im Raum bewegen kann. Und hier kommen die sogenannten Presenter ins Spiel. Presenter sind kompakte Präsentationsfernbedienungen, mit denen Vortragsredner von jedem Punkt im Raum mit einem Knopfdruck durch ihre Präsentationen navigieren und die Aufmerksamkeit des Publikums mit Hilfe eines Laserpointers gezielt auf die wichtigsten Inhalte lenken können. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Logitech R400 Presenter. Der Logitech R400 Presenter wird mit einem 2,4 GHz Funk-USB-Empfänger mit einer Übertragungsreichweite von bis zu 15 Metern ausgeliefert. Der integrierte Laserpointer leuchtet rot und arbeitet mit der Laserklasse 2 unter 1 mW. Zur Navigation in der Präsentation ist dieses Modell mit 6 Tasten ausgestattet. Laserpointer-Taste, Vortaste, Zurücktaste, Präsentationsstarten-Taste, Schwarzer Bildschirm-Taste, An-Aus-Taste. Der Presenter von Logitech ist Plug-and-Play-fähig. Das bedeutet, er lässt sich ohne die Installation von Treibern sofort nutzen. Das Gerät unterstützt Windows Vista 7, 8 und 10 sowie das Präsentationsprogramm PowerPoint. Betrieben wird der Presenter mit 2-3A-Batterien. Damit erreicht er eine Laufzeit von rund 20 Stunden. Den Ladestand der Batterien hat der Nutzer dank integrierter Batteriestandsanzeige stets im Blick. Der Logitech R400 ist schwarz und liegt laut Hersteller dank geschmeidiger Konturen gut in der Hand. Die gummierte Oberfläche sorgt Logitech zufolge für eine verbesserte Griffigkeit. Die Abmessungen des Presenters liegen bei 3,7 × 11,5 × 2,7 cm, das Gewicht beträgt 57 Gramm. Was ist der Vorteil eines Presenters mit Batteriebetrieb? Presenter gibt es sowohl mit wiederaufladbaren Akku als auch mit Batteriebetrieb. Der Vorteil batteriebetriebener Modelle ist, dass Nutzer die Batterien schnell auswechseln können, wenn sich der Ladestand dem Ende zuneigt. Wer immer Batterien zum Wechseln dabei hat, geht kein Risiko ein, dass eine Präsentation nicht stattfinden kann, weil dem Gerät der Saft ausgegangen ist. Der Vorteil eines Akku-Presenters besteht darin, sich komfortabel via USB-Kabel aufladen zu lassen. Das Nachkaufen von Batterien ist nicht erforderlich, was auf Dauer die laufenden Kosten senkt. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Hama X-Pointer 6-in-1 Presenter. Mit Airmaus-Funktion. Durch die Airmaus-Funktion besteht die Möglichkeit, den Hama-Presenter als Maus zu nutzen. Mittels der Bewegungen der Fernbedienung ist es möglich, den Mauszeiger zu steuern. Die L- und R-Tasten des Presenters dienen als linke und rechte Maustaste. Die Fernbedienung von Hama ermöglicht es, durch eine PowerPoint-Präsentation zu navigieren oder in anderen Anwendungen von Microsoft Office zu scrollen und zu blättern. Zusätzlich ist das Gerät mit einem roten Laserpointer versehen. Dank ihm besteht die Möglichkeit, relevante Punkte in einem abgedunkelten Raum in den Vordergrund zu stellen. Andere Funktionen des Presenters von Hama sind: Digital Ink für digitales Schreiben, Einstellung der Lautstärke, Vollbildschirm per Knopfdruck. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Knorvei N27 Presenter Hama X-Pointer 6-in-1 Presenter. Der Knorvei N27 Presenter unterstützt die Betriebssysteme Windows, macOS, Linux und Android. Er ist geeignet für Präsentationen mit Softwareanwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Google Slides und vielen mehr. Ein Computer kann mit bis zu 6 Presentern verbunden werden und mit Hilfe eines USB-Adapters lassen sich beliebig viele Geräte mit einem Presenter verbinden. Die Installation ist dem Hersteller zufolge einfach und unkompliziert und erfolgt per Plug-and-Play. Hohe Reichweiten: Der Knorvei N27 Presenter hat eine Laserreichweite von 200 Metern und eine Funkreichweite von 100 Metern.
Der Presenter ist mit 4 Funktionstasten ausgestattet. An den Seiten befinden sich 2 Lautstärketasten und ein Ein- und Ausschalter. Der Laserpointer hat einen Clip, um ihn an einer Tasche zu befestigen, eine LED-Anzeige, die Auskunft über den Batteriestand gibt, und einen magnetischen Speicher für das USB-Dongle. Die Hotkeys an der Vorderseite lassen sich über die Website des Anbieters individuell belegen. Welche Vorteile hat ein Presenter mit Bluetooth-Funktion? Presenter mit kabelloser Bluetooth-Funktion bieten meistens höhere Verbindungsreichweiten als Modelle mit Infrarotempfänger. Die kabellose Verbindung via Bluetooth erfordert keinen USB-Empfänger. Der USB-Slot des Computers bleibt frei und Nutzer können die kleinen Empfänger nicht verlieren. Ein Nachteil im Vergleich zu Funk- und Infrarotmodellen ist, dass Presenter mit Bluetooth einen PC-Mac voraussetzen, der ebenfalls mit Bluetooth ausgestattet ist. Anderenfalls lässt sich keine Verbindung herstellen. Viele Presenter gleichen diesen Nachteil aus, indem sie sich sowohl via drahtloser Bluetooth-Technik als auch über einen USB-Funk-Empfänger mit einem Computer verbinden lassen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Logitech Spotlight Presenter. Der Logitech Spotlight Presenter lässt sich sowohl mit einem 2,4 GHz USB-Funk-Empfänger als auch via Bluetooth mit einem Computer verbinden. Die Fernbedienung bietet eine Reichweite von bis zu 30 Metern. Ein gewöhnlicher Laserpointer ist in diesen Presenter nicht eingebaut. Der Logitech Spotlight Presenter hat einen digitalen Laserpointer, der ausschließlich auf dem Bildschirm oder der Leinwand der Präsentation sichtbar ist. Das Gerät bietet eine Lupen- und Hervorhebungsfunktion sowie die Möglichkeit, den Mauszeiger des Computers zu steuern. Der Presenter ist mit 3 Tasten ausgestattet. Taste zum Steuern des Mauszeigers. Je eine Vor- und Zurücktaste. Mit Spotlight-App. Nutzern dieses Presenters steht die Spotlight-App zur Verfügung, die laut Anbieter eine umfassende Auswahl intelligenter und anpassbarer Funktionen bietet. Mit der App lässt sich die Zurücktaste beispielsweise so konfigurieren, dass sie gestengesteuertes Scrollen ermöglicht, als Lautstärkeregelung dient oder einen leeren Bildschirm anzeigt. Beide Tasten des Logitech Spotlight lassen sich gleichzeitig für andere Funktionen verwenden, wie zum Beispiel zum Starten der Präsentation oder zur Regulierung der Lautstärke. Der Presenter funktioniert mit Windows- und Mac-Computern und unterstützt die Präsentationsprogramme PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slider und Prezi. Eine Besonderheit dieses Presenters ist der Vibrationsalarm, die dem Nutzer ein intelligentes Zeitmanagement ermöglichen soll. Das Gerät vibriert 5 Minuten vor Ende der Präsentation und noch einmal, bevor die voreingestellte Zeit abgelaufen ist. Batterien sind für diesen Presenter nicht nötig. Er funktioniert mit einem Lithium-Polymer-Akku mit einer Laufzeit von bis zu 3 Monaten und einer Schnellladefunktion. Der Logitech Spotlight hat eine längliche Formgebung mit abgerundeten Kanten an der langen Seite. Bei der Farbgebung können Nutzer zwischen Silber und Gold auswählen. Die Abmessungen belaufen sich auf 13,1 x 2,8 x 1,2 cm, das Gewicht liegt bei 49,2 Gramm. Das folgende Video zeigt, wie sich der Logitech Presenter mit einem iPad verbinden lässt. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt ist BuyEasy Presenter. Mit dem BuyEasy Presenter entscheiden sich Nutzer für einen Presenter mit 2,4 GHz Funkempfänger. Dieser ermöglicht eine Verbindungsreichweite von bis zu 30 Metern, womit dieses Modell eine gute Wahl für die Nutzung in mittelgroßen Räumen ist. Der eingebaute Laser leuchtet grün und ist laut Hersteller 10-mal heller als ein roter Laser. Wer sich für dieses Modell entscheidet, kann sich mit 4 teilweise doppelt belegten Tasten durch seine Präsentationen navigieren. Mit Hyperlink-Unterstützung. Mit diesem Presenter haben Nutzer die Möglichkeit, während ihrer Präsentation Hyperlinks zu öffnen. Das sind anklickbare Links, die zu einer bestimmten Webseite führen. Der BuyEasy Presenter ist Plug-and-Play-fähig und unterstützt sowohl Windows- und macOS-Computer als auch Linux- und Android-Geräte. Mit diesem Modell können Nutzer ihre Präsentationen in PowerPoint, Keynote, Google Slides und Prezi abhalten. Mit seinem integrierten Befestigungsclip lässt sich der Presenter an Taschen, Büchern oder Kleidungsstücken befestigen.
Für den Betrieb sind 2-3A-Batterie erforderlich. Über einen anstehenden Wechsel informiert die Batteriestandsanzeige. Welche Vorteile bringt ein Presenter mit Hyperlink-Unterstützung? In Präsentationen ist es oft nötig, Informationen in Form von Bildern und Videos aus dem Internet abzurufen. Dazu gibt es Hyperlinks. Ein Hyperlink ist die anklickbare URL einer Webseite, die sich innerhalb einer Präsentation hinterlegen lässt. Erkennbar ist ein Hyperlink an einer blauen Farbgebung und einem Unterstrich. Mit einem Presenter ohne Hyperlink-Unterstützung muss der Redner immer wieder zum Computer laufen, um die gewünschten Webseiten aufzurufen. Wer sich für einen Presenter mit Hyperlink-Unterstützung entscheidet, kann sich frei im Raum bewegen und seine Links jederzeit mit einem Tastendruck öffnen. Der nächste Produkt ist Paukan R400 Presenter by Easy Presenter. Wer sich für den Paukan R400 Presenter entscheidet, erhält einen Presenter mit 2,4 GHz USB-Funkempfänger. Um die Aufmerksamkeit der Präsentationsteilnehmer gezielt auf bestimmte Inhalte zu lenken, ist das Gerät mit einem roten Laserpointer ausgestattet. Er arbeitet mit weniger als einem Milliwatt. Durch die Präsentation navigieren sich Nutzer mit Hilfe von 4 Tasten. Je eine Vor- und Zurücktaste. Laserpointer-Taste. An-Aus-Taste. Der Presenter unterstützt die Betriebssysteme Linux, macOS, Android sowie Windows 2003, XP, Vista, 7, 8 und 10. Mit diesem Modell lassen sich Präsentationen in PowerPoint, Keynote und Prezi abhalten. Für die Stromversorgung sind 2-3A-Batterien erforderlich. Der Paukan R400 Presenter hat ein ergonomisches Design und fühlt sich laut Anbieter dank abgerundeter Formgebung weich und geschmeidig an. Die Abmessungen belaufen sich auf 14,3 x 6 x 3,1 cm, das Gewicht liegt bei 40 Gramm. Die Reichweite des Geräts liegt bei 15 Metern. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Kensington 33374 EU Presenter Paukan R400 Presenter. Der Kensington 33374 EU Presenter lässt sich via 2,4 GHz USB-Funkempfänger mit einem Computer verbinden und bietet eine Reichweite von bis zu 20 Metern. Ausgestattet mit einem roten Laserpointer ermöglicht er es Vortragsrednern, die Aufmerksamkeit des Publikums gezielt auf bestimmte Inhalte zu lenken. Der Laserpointer entspricht der Laserklasse 2 und arbeitet mit weniger als einem Milliwatt. Für die Navigation innerhalb der Präsentation ist dieses Modell mit den folgenden 5 Tasten ausgestattet. Je eine Vor- und Zurücktaste. Bildschirmausblenden-Taste. Präsentationsstarten-Taste. An-Aus-Taste. In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Neben dem beschriebenen Modell ist dieser Presenter ohne Laserpointer oder mit grünem Laserpointer und Maussteuerung erhältlich. Der Presenter von Kensington ist Plug-and-Play-fähig und unterstützt die Betriebssysteme macOS sowie Windows Vista 7, 8.1 und 10. Die Auswahl nutzbarer Präsentationsprogramme beschränkt sich auf PowerPoint und Keynote. Für die Stromversorgung sind 2 LA44-Knopfzellen erforderlich. Der Kensington 33374 EU fällt mit seiner besonderen Formgebung auf. Der Presenter ist in Schwarz gehalten, die Tasten sind mit einem Kreis in der Farbe Silber unterlegt. Die Abmessungen liegen bei 10,1 x 4,4 x 1,9 cm, das Gewicht beträgt 159 Gramm. Der nächste Produkt ist Logitech R700 Presenter. Der Logitech R700 Presenter ist in Schwarz gestaltet, er hat einen roten Laserpointer, der dem Hersteller zufolge selbst in hellen Räumen gut zu sehen ist. Bedienbar ist die Fernbedienung über die laut Hersteller intuitiven Bedienelemente. Zudem vibriert der Presenter, kurz bevor die Präsentationszeit vorüber ist. In seinem Lieferumfang befindet sich ein kabelloser Empfänger. Bei Nichtgebrauch besteht die Möglichkeit, den Empfänger in der Fernbedienung aufzubewahren. Zum weiteren Lieferumfang zählen: Schnellstartanleitung, Reise-Advi, 2-3A-Batterien. Mit LC-Display, der Logitech Presenter verfügt über ein LC-Display. Es zeigt die restliche Präsentationszeit an. Außerdem sind auf dem Display der Batteriestand und der Empfangsstatus zu sehen.
Das folgende Video stellt den Logitech R700 sowie das Vorgängermodell R500 vor. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt ist Knorwei N99 BK Presenter. Der Knorwei N99 BK Presenter erreicht mit einem 2,4 GHz USB-Funk-Adapter eine Verbindungsreichweite von bis zu 50 Metern. Das Produkt ist mit einem roten Laserpointer ausgestattet, der mit weniger als 5 mW arbeitet. Wer sich für dieses Modell entscheidet, kann mit 8 Tasten durch seine Präsentationen navigieren. Sie bieten folgende Funktionen: Elektronisches Markieren und Löschen, Hyperlink öffnen, lauter und leiser, Fenster wechseln und schließen, Multimedia abspielen und anhalten, Vollbild und Schwarzbild, Bild auf und ab. Der Presenter von Knorwei unterstützt eine Vielzahl Präsentationsprogramme: Word, Excel, PowerPoint, ACDC, OneNote, Keynote, Google Slides, Prezi, Pages, Numbers und Fotos. Er funktioniert mit den Betriebssystemen macOS, Linux sowie Windows 2003, XP, Vista, 7, 8 und 10. Für diesen Presenter ist keine Batterie erforderlich. Er wird mit einem integrierten Akku betrieben, der eine Laufzeit von bis zu 2 Wochen bietet. Der Knorwei N99 BK ist schwarz und hat eine rechteckige Form. Die Abmessungen liegen bei 18,2 x 6 x 4,3 cm, das Gewicht beträgt 39,1 Gramm. FAQ: Wie lange dauert es, bis der Akku der Knorwei N99 BK Presenters aufgeladen ist? Der Akku ist innerhalb von 2 Stunden aufgeladen. Ist dieses Modell Plug-and-Play-fähig? Ja, der Knorwei N99 BK ist Plug-and-Play-fähig und lässt sich ohne Treiberinstallation verwenden. Welche Art von Akku kommt in diesem Presenter zum Einsatz? Dieser Presenter hat einen Lithium-Polymer-Akku. Wie weit leuchtet der Laserpointer? Die Reichweite des Laserpointers beträgt bis zu 100 Metern. Weniger Anzeigen. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.